Um ein glückliches und zufriedenes Leben führen zu können, benötigen wir regelmäßig Kontakt zu anderen uns wichtigen Mitmenschen. Beim einen ist der Drang nach Gesellschaft ausgeprägter als beim anderen und so mancher Zeitgenosse gilt auch eher als Einzelgänger. Genauso verhält es sich auch bei unseren Katzen. Die meisten Miezen schätzen andere Artgenossen und vertraute Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung sehr. Dennoch gibt es auch das ein oder andere kätzische Exemplar, das man getrost als Einzelgänger bezeichnen kann. Die Anzeichen dafür, dass deine Katze der geborene Einzelgänger ist, erklären wir dir deshalb im folgenden Video. Ist meine Katze Einzelgänger? Es gibt bestimmte Katzenrassen, die geradezu prädestiniert dafür sind, um als wahre Kuschelweltmeister durchzugehen. Für diese Miezen gibt es nichts Schöneres, als den ganzen Tag mit ihren Artgenossen zu spielen oder ihrer Bezugsperson auf Schritt und Tritt zu folgen. Anhand dieser Verhaltensweisen erkennst du also eindeutig eine Katze, die kein Einzelgänger ist. Im Umkehrschluss identifizierst du einen Einzelgänger also dadurch, dass eine solche Katze lieber alleine sein will und in Ruhe gelassen werden möchte. Sie lässt sich außerdem eher selten in der unmittelbaren Nähe anderer Katzen oder ihres Halters sehen. Auch Versuche, sie zu streicheln, stoßen meist nicht auf viel Gegenliebe. Einzelgänger sind scheinbar dann am glücklichsten, wenn sie für sich sind. Zu Gesicht bekommst du sie nur dann, wenn sie Lust darauf haben oder aber beispielsweise Hunger. Das mag nun ein wenig überspitzt klingen, sind aber durchaus Anzeichen dafür, dass deine Katze kein besonders geselliges Exemplar ist. Ein weiteres, sicheres Anzeichen für eine Einzelgängermentalität ist es, wenn eine Katze anderen Katzen grundsätzlich ausweicht. Und das selbst dann, wenn die Zusammenführung mit dem neuen Spielgefährten korrekt durchgeführt wurde oder die Miezen schon länger zusammen in einem Haushalt wohnen. Die einfachste Möglichkeit, einen Einzelgänger zu identifizieren, sind Erfahrungsberichte über die entsprechende Katze. Entscheidest du dich beispielsweise dafür, eine Samtpfote aus dem Tierheim zu adoptieren, wird dir bei so mancher Mieze vorab mitgeteilt werden, dass du diese nur als neue Mitbewohnerin bei dir aufnehmen solltest, wenn du von einer Vergesellschaftung mit anderen Katzen absiehst, weil sie ansonsten aufgrund ihrer Vorgeschichte nicht glücklich werden wird. Doch wie kommt es eigentlich dazu, dass sich eine Katze zum Einzelgänger entwickelt oder von Anfang an zu dieser Lebensweise neigt? Die Gründe dafür sind vielfältig und bedeuten keinesfalls, dass dich deine Katze nicht lieb hat oder dich nicht braucht. Am häufigsten liegt das kätzische Einzelgängertum an. Nummer 1. Charakter. Zwar ist dieser Grund am seltensten, aber wie bei uns Menschen gibt es nun mal auch unter den Katzen Exemplare, die über eine Art Eigenbrödler-Mentalität verfügen und ihr Leben lieber für sich alleine meistern. Ist der Charakter einer Mieze ausschlaggebend dafür, dass sie als Einzelgänger unterwegs ist, lässt sich daran in den meisten Fällen auch nicht rütteln. Sie ist dann einfach so, wie sie ist und muss schlicht und ergreifend so akzeptiert werden. Umso erfreulicher und besonderer sind bei solchen Katzen die Momente, die sie gemeinsam mit ihren Besitzern teilen. Und sei es nur, um für einen kurzen Stups in der Küche vorbeizuschauen, um sich zu vergewissern, dass liebevoll für sie gesorgt wird. Nummer 2. Mangelnder Sozialisierung. Das A und O einer jeden Erziehung, egal ob Hund, Katze oder Mensch, ist eine richtige Sozialisierung. Das heißt nichts anderes, als dass die lieben Kleinen ab den ersten tapsigen Gehversuchen den Umgang mit ihren Artgenossen kennenlernen und sich an diesen gewöhnen müssen. Schließlich dient der Umgang mit den Katzengeschwistern der Charakterformung. Es wird zusammen gespielt, zusammen gefressen, aber auch zusammen gerauft. Und diese Rangkämpfchen sind wichtig, um sich im späteren Katzenleben behaupten zu können. Ebenso wichtig ist es, dass die Kätzchen möglichst lange bei ihrer biologischen Katzenmama bleiben dürfen. Denn diese fungiert nicht nur als Beschützerin, sondern auch als Lehrerin. Und sie weiß sehr genau, wann ihre Katzenkinder flügge und damit bereit sind, das Nest zu verlassen. Werden Kitten zu früh von Mutter und Geschwistern getrennt, lernen sie all diese wichtigen Dinge nicht kennen und wissen demnach auch nicht, wie sie sich in Gesellschaft anderer Katzen verhalten sollen. Die Folge kann dann sein, dass diese Fellnasen zu Einzelgängern werden. Nummer 3. Leben ohne Artgenossen. Hat eine Katze schon länger ein Leben ohne Artgenossen hinter sich, kann das ebenfalls dazu führen, dass sie mit der Zeit Züge eines Einzelgängers zeigt. Oft trifft das insbesondere auf Streuner zu, die sich ständig gegenüber anderen Katzen behaupten müssen, um an Futter zu kommen oder in ihrem Revier in Ruhe gelassen zu werden. Auch wenn Katzen generell im Rudel sicherer sind, sieht eine solche Mieze andere Artgenossen eher als Feinde im Kampf ums Überleben, ist es nicht verwunderlich, dass diese sich lieber allein durch die Welt schlägt.
Sie hat sich quasi antrainiert, dass sie ganz auf sich gestellt am besten zurechtkommt und somit niemandem um Futter oder einen trockenen Schlafplatz konkurrieren muss und scheut die Gesellschaft anderer Katzen eher, als dass sie ihr lieb wäre. Nummer 4. Schlechten Erfahrungen mit Katzen. Auch unter Katzen gibt es Mobbing. Dieses kann sich unter anderem darin ausdrücken, dass eine Katze von der anderen permanent gestört wird, dass diese ihr den Weg verstellt, sie jagt und vom Futter- und Wassernapf verscheucht. Kurzum wird die gemobbte Katze massiv verunsichert und sich in der Folge von der Mobberin fernhalten. Auch wenn dies ein Extrembeispiel ist, gehört Mobbing zu den Faktoren, die es begünstigen können, dass eine Katze zum Einzelgänger wird. Denn sie möchte natürlich nicht, dass sich die schlechten Erfahrungen, die sie mit der anderen Katze gemacht hat, wiederholen und wird sich von anderen Artgenossen dementsprechend lieber fernhalten. Nummer 5. Unpassender Gesellschaft. Hier gehen wir zunächst von einem Mehrkatzenhaushalt aus. Dabei kann es sein, dass sich beispielsweise zwei unterschiedliche Rassen begegnen, die charakterlich einfach nicht zusammenpassen. Zum Beispiel eine Bengal, die auf eine Perserkatze trifft. Aufgrund ihres Naturells möchte erstere am liebsten den ganzen Tag on Tour und in Action sein, während zweitere einfach nur in aller Seelenruhe von ihrem Lieblingsplatz aus die Welt beobachten will. Und da sind Missverständnisse vorprogrammiert. Das heißt zwar nicht, dass die gerade genannte Perserkatze immer ein Einzelgänger ist, aber eine Katze, die in einer solchen Wohngemeinschaft mit eher widersprüchlichen Vorlieben lebt, wird auf kurz oder lang das Einzelgängertum bevorzugen und sich mehr und mehr zurückziehen, um auf diese Weise jeglichem Trubel mit ihrem aktiven Mitbewohner aus dem Weg zu gehen. Das kann übrigens nicht nur passieren, falls zwei Katzenrassen nicht miteinander harmonieren. Auch Katzen derselben Rasse müssen nicht zwangsläufig aus demselben Holz geschnitzt sein. Wird es einer der beiden zu bunt, kann dies auf lange Sicht ebenfalls dazu führen, dass sie sich aus lauter Unbehagen zum Einzelgänger entwickelt. Nummer 6. Schlechten Erfahrungen mit Menschen. Haben Katzen schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, neigen sie dazu, sich von diesen fernzuhalten. Leider gibt es immer wieder Katzen, die von ihren Haltern schlecht behandelt bzw. sogar misshandelt werden. Dazu zählen Schläge, Tritte und Schreien. Aber auch das Aussetzen vor dem Urlaub führt dazu, dass diese armen Tiere mit Menschen nicht mehr allzu viel zu tun haben möchten. Dennoch kann es natürlich mit viel Zeit, Geduld, Liebe und Fingerspitzengefühl gelingen, diese Samtpfoten wieder davon zu überzeugen, dass nicht alle Vertreter der menschlichen Spezies Schlimmes im Schilde führen, sondern im Gegenteil, sogar nur das Allerbeste für ihre Katze wollen. Beschränkt sich das Einzelgängerdasein einer solchen Mieze nur auf das Meiden von Menschen, kann es ihr viel bringen, mit einer zweiten Katze zusammenzuleben, von der sie lernen kann, dass sie von ihrem neuen Halter nichts Schlimmes mehr zu befürchten hat und sich rundum wohl und sicher fühlen kann. Möchtest du jetzt noch wissen, ob es überhaupt sinnvoll ist, Katzen alleine zu halten? Dann klicke auf das linke Bild, um dir unser entsprechendes Video zum Thema Einzelhaltung anzusehen. Oder möchtest du erfahren, ob deine Katze dich vermisst und einsam ist, wenn du gerade auf der Arbeit bist? Dann klicke einfach auf das rechte Bild, um es in unserem Video herauszufinden.